einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin kurz noch beim Kaffee trinken. Sonntag, Vormittag. Und ich werde heute eins meiner etwa zwei wöchentlichen High-Intensity-Intervall-Trainingseinheiten absolvieren. Je nachdem trainiere ich entweder in meinem Fitnessstudio oder hier im Hintergrund sieht man schon leicht ein Fahrradergometer. Ja, und ja, das mache ich jetzt gleich, da kann der Tag richtig mal beginnen. Nach meinem eigenen Crosstrainer High-Intensity-Intervall-Trainingsvideo werde ich jetzt trainieren. Probiert es mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Zweimal in der Woche, halbe Stunde, Vollgas, beschleunigte Fettverbrennung. Ich bin am Ende. Aber nicht nachlassen. Beides schafft. Durchschnittliche Puls während des Workouts 170 Schläge pro Minute. Also schon heftig hoch. Es war auch brutal. Und 187er Maximalpuls. Puh, deswegen bin ich jetzt recht außer Atem. Halbe Stunde erfüllt. Hausaufgaben gemacht für heute, was Fitness anbelangt, zumindest in Sachen körperlicher Aktivität. Jetzt kurzes Break und dann geht es weiter. Also, wer den Fettabbau forcieren möchte, sollte so ein Workout 2 bis 3 Mal in der Woche, halbe Stunde ausführen. Da geht richtig was in Sachen Fettabbau. Ich verlinke es unten. Da könnt ihr dieses Workout wieder auf dem Crosstrainer oder Fahrradergometer machen. Richtig geil. Ja, ich ernähre mich jetzt seit 2 Wochen strikt ketogen. Ich werde die nächsten Tage auch mal meinen Ketonwert im Blut messen, um zu sehen, ob und wie stark ich in Ketose bin. Ein optimaler Wert wäre für die Fettverbrennung, so heißt es, zwischen 1,5 und 3 Millimol pro Liter Blut. Und jetzt werde ich die nächsten Tage einfach mal testen und kontrollieren und schauen, ob ich da in diesem Bereich bin. Jetzt bereite ich mir gleich meine erste Mahlzeit zu. Es ist jetzt etwa um 12 Uhr mittags. Ich habe bisher noch nichts gegessen, weil ich das intermittierende Fasten praktiziere, beziehungsweise weil ich mich so einfach wohler fühle. Ich brauche also kein Frühstück, trainiere auch recht oft nüchtern und von daher gibt es jetzt die erste Mahlzeit. Ich werde mir jetzt, schätze ich mal, die Hälfte von diesem Bio-Hackfleisch einverleiben mit relativ viel Blattspinat und auch etwas, nicht zu wenig, Olivenöl und mal gucken, was dann noch später dazu kommt. Habe ich um etwa 12 Uhr zum ersten Mal gegessen. Also dieser Blattspinat habe ich gleich 750 Gramm vertilgt. Dann habe ich etwa 20 Gramm Creme Fraiche, 30 Milliliter Olivenöl, etwa 25 Gramm Butter, ein Teelöffel, also 5 Gramm Kokosfett, 125 Gramm Hackfleisch und eben den Spinat. Da komme ich dann auf diese Nährwerte, das hat also schon die eine Mahlzeit knapp über 1000 Kalorien. Ich habe 87 Gramm Fett vertilgt, 5,7 Gramm Kohlenhydrate und eben 43,6 Gramm Eiweiß. Von daher kann man sagen, eigentlich optimal von den Nährwerten her für die ketogene Ernährung.
Und da werde ich jetzt auch stundenlang satt sein. Kann sein, dass ich heute nur noch eine Mahlzeit heute Abend zu mir nehme, je nachdem. Ich mache jetzt in dem Sinn ja keine Diät, wo ich eben abnehmen möchte, sondern einfach, ja, dass ich eben nicht so viel Hunger habe, dass ich keinen Heißhunger mehr habe, dass ich nicht zunehme, um es mal so auszudrücken. Ja, soviel zu den Nährwerten. Ein Gruß an den Philipp Rauscher. Dankeschön, dass du mich in deinem Video erwähnt hast. Ja, in der Tat werden wir uns in Kürze treffen und gemeinsam ein Video drehen. Der Schwerpunkt wird das effiziente Krafttraining sein, also High-Intensity-Training. Und freue ich mich auf den Philipp sehr. Ich werde den YouTube-Kanal von dem Philipp Rauscher unten verlinken. Den Kanal kann ich nur empfehlen. Der Philipp Rauscher zählt zu den kompetentesten Personen überhaupt im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, im Bereich Ernährung, also Leistungsernährung, Fitnessernährung, Diät und eben auch im Krafttraining. Seine Videos haben sehr viel wissenschaftlichen Hintergrund und von daher sind sie sehr, sehr informativ. Wenn sich da jemand weiterbilden möchte, kann ich wirklich nur empfehlen, den Philipp Rauscher zu abonnieren. Macht es, da profitiert er nur davon. Der macht wirklich klasse Videos und von daher abonnieren. Ja. Ich habe um 12 Uhr die erste Mahlzeit gehabt und die ganze Zeit keinen Hunger. Und jetzt kurz vor 19 Uhr zweite Mahlzeit und danach werde ich nichts mehr essen. Hat allerdings auch etwa 1000 Kalorien, habe ich insgesamt so 2000 Kalorien, aber ist perfekt. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du das Video sehen wirst. Bleib dran und ja. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Bei Fragen melde dich bitte. Effizientes Training, das ist mein Fachbereich. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.